als hätte sie es bereits geahnt. Und möglicherweise hätte die jüdische Philosophin Stellung bezogen zum Thema Fake News. Hannah Arendt verstand sich als Publizistin und politische Theoretikerin. Um Fake News geht es in diesem Workshop. Lisa Jülich ist heute Dozentin für die Studierenden einer Fachschuloberstufe im Berufskolleg St. Ursula Düsseldorf. Die Redakteurin vermittelt den Studierenden, was sind Fake News, wie erkenne ich sie und wie gehe ich damit um. Die Tagesschau ist ja auch bei TikTok mittlerweile, ne? Authentische Beispiele unterstützen das Thema. Inszenierter Krieg in der Ukraine oder wer glaubt nicht gerne an ein 0-Euro-Ticket? Also, was haben wir gesehen? Wir haben wirklich Kameraleute gesehen und wirklich Leute. Die realen Filmaufnahmen sind im falschen Kontext dargestellt. Das 0-Euro-Ticket gibt es leider nicht. Wir haben eine Schwäche für Nachrichten, die uns Vorteile versprechen, und für Nachrichten, in denen die Welt untergeht. Man sagt auch, dass von einem schlechten Ereignis, was man halt erlebt, also werden 10 Leute erreicht, und bei Positiven ist es ungefähr die Hälfte. Also das ist, man spricht einfach über die negativen Dinge öfter als über etwas Positives. Übung und Vertiefung. Die angehenden ErzieherInnen bilden Gruppen, sie produzieren jetzt selber Fake News. Wir haben vorhin selber Fake News gemacht. Und da sollten wir eben halt gucken, was benutzt man, um Fake News nahezubringen, und wie baut man die quasi auf, um Leute schnell zu erreichen, und nach welchen Formen geht man, ob man Propaganda machen möchte oder ob man eben halt Reichweite erreichen möchte. Also welche Gruppe war das mit dem brasilianischen Regenwald eigentlich? Okay, das wart ihr dahin. Die Studierenden sind sehr kreativ. TikTok-Wahn in Deutschland endet. Die Grünen legen ihr Konto in den sozialen Medien still. Gestützt durch die Faustregel Profit, Propaganda, Provokation als Baukasten für falsche Nachrichten, entwerfen sie abenteuerliche Theorien. Also ich halte es gerade bei Kindern und Jugendlichen super wichtig, dass man über Fake News spricht, denn erwiesenermaßen verbringen Jugendliche super viel Zeit bei Social Media, wo diese Fake News ja einfach geteilt werden, im Schnitt so um die 3 Stunden am Tag. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen muss man dazu sagen, es fehlt denen manchmal vielleicht an Vorwissen und auch an der Fähigkeit, Sachen zu reflektieren. Und deswegen sind sie manchmal eher ein Opfer von einer Fake News und fallen auf Fake News rein. Gerade Verschwörungstheorien bilden fruchtbare Inhalte für Fake News. Fake News werden häufig durch Bewegtbilder noch aussagekräftiger. Wir haben uns hier jetzt getroffen, um ein paar Fragen zu klären. Wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht und das Thema sind Fake News. Das Projekt, initiiert durch das ASG Bildungsforum, bietet einen weiteren Workshop. In einem Videoseminar erlernen die ErzieherInnen die Grundlagen der Videoproduktion und welche Wirkung das laufende Bild auf den Betrachter hat. Wenn ich gleich wieder weiterlaufe, geht die Schärfe dann weg, wenn ich jetzt hier durchlaufe gleich? Lauf am besten hinter. Okay. Hey Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um eine Straßenumfrage. Unser Thema ist Fake News. Was habe ich denn gerade gesagt? Woran haben die erkannt, dass das Fake News sind? Also ich finde, Fake News ist so ein alltägliches Ding, das begegnet man relativ häufig auf gerade Social-Media-Plattformen. Mhm. Und ich finde, man erkennt das gut an diesen reißerischen Titeln und eben halt gerade vor allen Dingen an den schlechten Quellen. Ja, das stimmt, ja. Aber ich kann mich drehen, also das ist trotzdem okay, wenn ich mich jetzt zu der Kamera drehe. Stückchen nach da und ich gehe ein Stück nach hier. Kritisch und mitunter ironisch reflektieren die Protagonistinnen ihr neues Wissen vor und hinter der Kamera. Dafür schlüpfen sie mitunter in provokante Rollen. Und deswegen verwende ich oder lese ich auch tagtäglich Fake News und teile sie auch. Ich denke, es ist wichtig, dass Menschen richtige Informationen bekommen und nicht irgendwelche Informationen, die sich Leute einfach so ausgedacht haben. Ich finde es immer gut, wenn halt über sowas aufgeklärt wird. Gerade halt eben auch, das war im Plenum auch sehr deutlich, dass ein Diskurs geführt wird, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil das ist auch ein zentraler Bestandteil der demokratischen Lebensstils. Ja, danke, das war es auch schon. Dankeschön. Einen schönen Tag noch, danke. Das Projekt ist gut gelaufen.
Für diese Klasse ist das Projekt gerade besonders interessant und der Zeitpunkt konnte nicht besser gewählt werden, denn sie gehen nach den Herbstferien für 8 Wochen in das zweite Arbeitsfeld und das ist in dieser Klasse entweder das Heim oder die offene Ganztagsschule im Grundschulbereich. Und das war jetzt natürlich optimal, dass wir mit diesem Thema hier zu dem Zeitpunkt arbeiten, denn gerade die Arbeit mit den älteren Kindern und Jugendlichen, ja, da ist das ist die Kenntnis über Medien oder digitale Medien halt besonders wichtig und könnte vielleicht sogar auch hilfreich sein, um mit den Jugendlichen im Heimbereich auch mal in die Richtung ein Projekt zu starten. Szenenwechsel. Rheinblick 741. Jahresempfang des ASG Bildungsforums. Vorstand und Vorsitz führen die geladenen Gäste durch das aktuelle Jahr und werfen einen Blick in die Zukunft. Dazwischen immer wieder die Cellistin Emilia Viktoria Lomakova. Traditionell bis jazzig. Fake News in der Analyse von Psychologie und Wissenschaft. Moderator Christian Zehlen stellt die richtige Frage. Ein Mann, den wir alle kennen, hat ja das Wort Fake News salonfähig gemacht. Warum hat er offensichtlich in den USA und ja auch in vielen anderen Teilen der Welt damit so viele Menschen erreicht und vielleicht auch was in Menschen geweckt, was vorher vielleicht noch geschlummert hat? Also man muss natürlich sagen, dass, und das zeigt sehr viel politische Forschung, dass politische Galionsfiguren wie zum Beispiel Donald Trump für die Republikanische Partei eine Vorbildsfunktion haben. Man nennt das in der politischen Forschung Elite Cues, also die Leute verlassen sich auf Eliten und in dem Fall sind das politische Führungsfiguren, was komplexe Sachverhalte angeht, weil unsere Welt ist so komplex, dass wir nicht in allen Entscheidungen Experte sein können. Das heißt, wir müssen Heuristiken haben, das heißt kleine Strategien, mit denen wir Abkürzungen nehmen, in unserem Alltag, aber auch bei komplexen Entscheidungen. Und eine Abkürzung ist, man verlässt sich auf Eliten, auf Leute, von denen man glaubt, die werden schon irgendwie Ahnung haben. Und wenn man Führer einer Partei ist, dann glaubt ein Großteil in der Regel dieser Partei und auch der Parteianhänger auch, dass diese Person in irgendeiner Weise auch kompetent ist. Und dann kann man in Experimenten zeigen, wenn Donald Trump Aussagen übers Impfen macht, beeinflusst das Republikaner mehr als Demokraten. Und wenn er sagen würde, Impfen ist gut, würde das die Leute auch tatsächlich dazu bringen, sich eher impfen zu lassen. Das heißt, der Einfluss geht in beide Richtungen. Es geht nicht unbedingt um das Thema an sich. Es geht darum, was diese Person sagt. Etwas anderes, was bei Politik tatsächlich eine Rolle spielt, ist die Politisierung von wissenschaftlichen Daten und auch von wissenschaftlichen Fakten als Werkzeug, um etabliertere Parteien oder Regierungsparteien anzugreifen. Wenn man das Fundament Wissenschaft wegnimmt, alle Regeln, die es dazu gibt und so etwas sagt wie etablierte Größen, wie das Robert-Koch-Institut, etablierte Größen, wie die Weltgesundheitsorganisation, die lügen alle, dann bleibt am Ende nichts mehr, an das man sich halten kann, kein festes Fundament mehr, von dem man sich irgendeine Form von Sicherheit und Kontrolle versprechen kann. Und in einem solchen Zustand ist es sehr, sehr einfach für Demagogen und für Leute, die sehr gut reden können, die Leute dann auf ihre Seite zu ziehen und zu sagen, ich biete dir den Halt, ich biete dir die starke Hand. Und das hat Donald Trump auch getan. Dormida, Alfonsina vestida de mar. Fake News sind auch immer ein Instrument der Politik. Und hier schließt sich unser Kreis. Denn das wissen bereits auch die Studierenden des Berufskollegs. Wir machen in Aufgabe 3 das, was wir besprochen haben. Ich halte das schon für sehr relevant, eben dann, weil halt Fake News natürlich auch Teile der Demokratie zerstören, um halt eine gewisse Ideologie voranzutreiben. Deswegen ist es schon wichtig, halt eben, dass diese erkannt werden, um halt eben auch so etwas zu vermeiden, um halt auch propagandistische Mittel umzugehen, um halt auch ein demokratisches Bild damit das demokratische Bild bestehen bleibt. Deswegen ist es wichtig, diese zu erkennen. Ich bin davon überzeugt, dass das eine Nachhaltigkeit erzeugt bei den Studierenden, noch mal viel stärker
ja, in Mark und Bein und Geist eingeht, als vielleicht der Unterricht, der eher auf dem Papier und im Klassenraum stattfindet. Das Wertvolle, glaube ich, war hier wirklich, dass die Studierenden ganz praktisch das Thema bearbeiten konnten. Einmal inhaltlich zu diesem Thema Fake News und zum anderen aber auch der Umgang mit der Kamera und das Stehen vor der Kamera, das Stehen hinter der Kamera. Also die Resonanz von den Studierenden war wirklich super gut und auch die Kolleginnen haben gesagt, ja, selbst sie waren ganz begeistert mit dabei.